Es brennt dir zwischen den Schulterblättern. Es ist kaum auszuhalten. Kennen viele, die viel am Schreibtisch zu tun haben, aber auch Leute, die stehen. Es brennt einfach wie Feuer. Dieses Brennen ist ganz, ganz einfach. Es entsteht einfach dadurch, dass wir meistens die Arme vor dem Körper haben. Dadurch wird hier vorne alles immer kürzer, die Faszien verfilzen. Und die Armmuskeln hinten, die uns aufrichten wollen, die müssen immer mehr gegen diesen Zug arbeiten und fangen an zu brennen vor Überlastung. Und was macht man am besten, wenn das vorne immer kürzer wird? Ina, wir zeigen das, was du jetzt zu Hause machen kannst. Wir gehen einfach in die Ecke, ab in die Ecke, aber nicht als Bestrafung, sondern als Chance, das Brennen zwischen den Schulterblättern loszuwerden. Du stellst dich also, du stellst dich vor die Wand, nimmst die Arme erstmal horizontal und dann gehst du noch ein Stückchen höher als horizontal und machst einen Schritt nach vorne. Aber jetzt darauf achten, es geht nicht darum, mit dem Rumpf reinzulaufen in die Ecke, sondern es geht darum, diesen Bereich hier, wo es ja zu kurz ist, den nach vorne zu bringen. Ja? Also nicht jetzt so in die Ecke laufen, sondern praktisch so reinbeugen. Das heißt, du gehst mit dem Brustbein jetzt immer mehr nach vorne. Das Becken kann ruhig hinten bleiben, das muss gar nicht vor. Und dann merkst du sofort eine Spannung, die kann bis in die Arme gehen, in die Ellbogen, Oberarme, Schulter sowieso und bis in die Brust. Diese ganze Linie wird jetzt aufgedehnt und du guckst auch, dass die Arme einigermaßen gleich hoch sind. Und dann wirst du vielleicht merken, oh, die eine Schulter geht mehr rein als die andere. So, dann gehst du gehst halt 2 bis 2,5 Minuten da rein, steigerst es immer weiter, dann gehst du langsam wieder raus. Und jetzt machen wir noch ein Nacharbeiten. Ina, setz dich mal so, genau. Und jetzt machst du einfach Folgendes. Diese Muskeln, die hier reinlaufen, der große Brustmuskel ist das, der hat hier so einen Ansatzrand an den Rändern des Brustbeins. Und jetzt nimmst du einfach diese Minikugel, fängst hier unten an, erstmal vielleicht auf der rechten Seite und gehst dann die rechte Seite hoch mit kleinen Spiralen und intensivem Druck. Jetzt machst du es gleich nochmal auf der anderen Seite, Ina. Genau. Und gehst auch da hoch mit kleinen Spiralen am Rand entlang. Wir hoffen, dass das gut erklärt wird, dass es gut bei dir ankommt. Es wäre toll, wenn du Kommentare schreiben könntest, wie es dir gefallen hat, ob es geholfen hat, wie du das hinbekommen hast, ob die Erklärung gut war, weil wir wollen ja immer besser dafür sorgen, wie du es verstehen, also dass du es verstehen kannst. Du gehst also beide Seiten hier nochmal hoch und das ist ein wunderbares Nacharbeiten und damit ist das Brennen zwischen den Schulterblättern in den allermeisten Fällen ganz schnell unter Kontrolle. Nur du kennst die Regel, du musst es immer wieder machen, damit es auch dauerhaft wegbleibt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Wie gesagt, erzähl das rum, weil diese Info muss jeder kriegen. Wir wollen diese Welt schmerzfrei machen. Du kannst Teil davon sein, dabei zu helfen, auch mit dafür zu sorgen. Und abonniere den Kanal, wenn du nicht schon abonniert hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.